Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und so blutig sieht dieses Schlachtfeld aus, auf dem wir kämpfen, auf dem wir immer noch kämpfen. Denn hier ist noch, sind noch unsere Hopliten mit zwei Speerkämpfern im Kampf. Hier kommt von Norden weitere Levis und hier, naja, das sind nur unwesentliche Reste. Hier sind weitere Hopliten mit Levis im Kampf und hier unten sind zwei Levis, feindliche gegen unsere unerfahrenen Levis am Start. Hier ist noch eine angeschlagene Einheit Ekitis. Immer noch nur 7 Rekruten. Das ist alles nicht so toll. So, bevor wir uns um diese Sachen weiter kümmern, wollen wir mal einmal wieder die Wirtschaft ein bisschen im Blick halten. Wir können hier auf jeden Fall ausbauen. Das machen wir auch. Und wir haben hier ja unsere Ekitis, die gebaut haben und die bringen wir hier auch gleich mal in Stellung, indem wir hier mal anfangen zu capturen. Das hätten wir auch eigentlich mit den Hopliten schon mal machen können. Die stehen da sonst unnütz rum. Ich weiß gar nicht, mit den Scouts geht das glaube ich nicht genau. So, und hier sind wir immer noch in Kämpfe verwickelt, aber die sollten wir gleich erledigt haben. Und diese Stadt müsste dann als erstes, als nächstes an uns fallen. Und das ist erfreulich. Und wir kommen hier der Adria immer näher. Das ist ja mein erklärtes Ziel. So, und ansonsten, ihr seht, ich habe hier auch ein bisschen nochmal Sklaven und Arbeiter bewegt. Das war alles nicht ganz so optimal verteilt. Was wollte ich noch machen? Ich wollte hier noch weiter mal hier Holzfäller-Camps ausbauen. Da haben wir ja schon angefangen mal mit diesem, mit dem weiteren Ausbau. Das ist hier schon erfolgt. Sehr gut. Dann machen wir hier auch noch eins. Okay. Und ja, wo wir gerade dabei sind, hier auch noch. Gut. Zwei Einheiten können noch ein Upgrade kriegen. In Rom. Achso, das weiß ich schon. Da will ich aber das nicht nutzen. Und in Anania. Ja. Die Einheit, die ist dort wohl, ich weiß gar nicht, zurückgekehrt oder... die wollen wir uns auch mal vornehmen. Genau. Und, ja, die ist ja sehr stark. Die ist sehr stark. Was machen wir dann? Machen wir erstmal Medic 2. Widerstandsfähig werden wir sie machen. Und die bringen wir auch schon mal in Richtung Front. Hier nach Sora. Und in Sora habe ich gesehen, sind hier zumindest auch nochmal Levis, die wir gut gebrauchen können. Und die vielleicht hier noch eingreifen können in dieser Schlacht. Und um die geht es jetzt. Die müssen wir jetzt hier vernünftig zu Ende führen. Ich frage mich, sind wir schon in der Lage, diese 7 Ekitis, komm, wir bringen sie jetzt hier rein. Wir bringen sie jetzt hier rein. Muss doch möglich sein. So, vor allem müssen wir hier aufpassen, dass wir diese Hopliten möglichst schnell dann nach Norden bringen, wenn wir hier den Sieg erfochten haben. Das dürfte eigentlich nicht mehr allzu lange sein. Hier oben. Das ist so ein bisschen das Problem. Die gegen Speermänner, gegen zwei Speereinheiten und dann die Levis. Ah, die Levis kommen Gott sei Dank hier in unsere Richtung. Das ist gut. Damit hätten wir sie jetzt hier auch. Komm, die kriegt ihr auch noch. Okay. Und jetzt geht nach Norden. Jetzt geht nach Norden und fallt den Levis, die Levis in den Rücken. So, was macht ihr hier? Was macht die Kavallerie? Charge da mal bitte rein. Ja, das mit dem Charge hat nicht so gut geklappt. Aber noch sind sie zu siebend. Von mir aus können die Levis schon angegriffen werden. Das ist nicht so schlimm. Wo ist geringe Moral? Wo ist geringe Moral? Ach, das ist hier. Das ist auch nicht so dramatisch. So, hier oben. Das ist eher der Knackpunkt. Hier oben. Aber sie halten sich. Sie halten sich wirklich. Los, auf sie mit Gebrüll. Ja, schon wieder die Autopause. Das ist ein bisschen nervig, wenn man gerade sowieso dahin guckt. Haben wir den Gegner hier besiegt? Sieht mir fast so aus. Dann chargen wir jetzt hier rein. Die 7 sind noch 7. Okay, und ihr versucht mal eure Moral, trotz schlechter Moral, hier einfach diese blöden Speere zu werfen. Kann ja nicht so schwer sein. So, was ist hier los? Charge, charge, charge. Irgendwas haben wir besiegt. Ist egal. Wir kämpfen weiter. Okay, das hat auch geklappt. Sie fliehen offenbar auf voller Linie. Wir sind im
Oh Gott, was für ein Chaos. Was für ein Hin und Her. Wieso kommt von Süden jetzt auch noch was? Ach, das sind versprengte Truppen des Gegners. Okay. Ein Teil unserer Truppen ist geflohen, aber hier, die Ekites halten sich immer noch zu siebt. Hervorragend. So, hier dürfte jetzt nicht mehr so viel sein. Wir werden jetzt mal den Scout ein bisschen nach vorne ziehen wieder und uns mal die Stadt angucken. Und was ist mit der Stadt? Ist die jetzt in unserer Hand? Nein, aber bald. Aber demnächst. Hier kommt schon wieder ein Einzelner raus. Ein einzelner Levis. Oh, wir sind jetzt schon ohne Nahrung. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wir verlieren die Formation. Das ist jetzt bitter. Vielleicht sollten wir uns jetzt doch hier abwechseln. Und dann doch lieber... Wir werden auch mit denen hier jetzt erstmal lieber die Belagerung beenden. Das ist jetzt entscheidend. Puh, aber entscheidend ist auch, was hier passiert. Okay, die nächsten haben wir. Ihr kämpft immer noch gegen den. Das ist in Ordnung. Und hier unten. Die sind auch geflohen. Sehr gut. Dann versuchen wir die jetzt mal erstmal zu schnappen. Okay, die haben wir auch. So, allerdings haben... Ist das unsere Gruppe, die hier... Oh ja, unsere Moral ist runter. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Vielleicht ziehen wir uns mal kurz... Ne, wir gehen mal gegen die unten hier vor. Was ist hier los? Ovidius Naso meldet sich. So, Laterensis, ein prominenter lokaler Bewohner von Maruvium. Ja, die belagern wir gerade. Alles klar. Damit haben wir einen neuen General, wie es aussieht. Ah, das scheint, als hätten wir die Belagerung abgeschlossen. Tatsächlich. Haha. Die Stadt ist unser. Die Stadt ist unser. Erstmal alle rein. Ne, wir bekämpfen sie nochmal. Dann machen wir hier doch weiter. Und jetzt müssen wir die Stadt natürlich anschließen. So machen wir das. Und jetzt gucken wir uns den mal an, den Herren, der sich uns angeschlossen hat. Was ist denn seine Fähigkeiten? Einheitenmoral und Rekrutierungsrate. Einheitenmoral plus 50 ist ja sehr fein. Das gefällt uns. Gibt es jetzt schon Nahrung? Es sieht so aus. Jetzt sollten wir alles daran setzen, hier den Gegner direkt zu erledigen, indem wir vielleicht gleich das Lager hier oben angreifen. Das Camp dort oben, das brauchen wir eigentlich nicht, aber da ist noch eine Einheit drin und die sollte schon erledigt werden. Aber wir müssen die Stadt auch besetzen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Insofern machen wir das erstmal so. Okay, weiter hier im Süden. Das ist jetzt schon sehr kleinteilig, aber wenn wir das geschafft haben, haben wir richtig was geschafft. So, wo sind wir an der Attack? Hier unten. Ach komm, erledigt erstmal die dort. Und mit denen zieht ihr jetzt runter, bitte. Und wo ist unser Kaff? Die Captured da unten, das ist gut. Das heißt, die Levis, die können jetzt eigentlich erstmal gen Norden. Und die Sklaven... Haben wir hier irgendwas? Ja. Ja, da können wir sie bald gebrauchen, sagen wir mal so. Das müssen wir nämlich auch noch capturen. So. Ich würde ja schon gern versuchen, diese Stadt noch zu erledigen. Aber ich glaube, unsere Truppen sind so ausgepowert, dass das schwierig wird. So, mit Hopliten können wir schlecht jetzt Einheiten verfolgen. Ah, da sind kaum noch Truppen drin. Aber unsere Moral ist schlecht. Wir können da jetzt nicht. Wir können da jetzt nicht hin. Wie sieht es mit denen aus? Die Moral ist noch besser. Wollen wir es wagen? Wollen wir es nochmal wagen? Hier sind doch kaum Einheiten. Aber es dauert auch ewig, so eine Belagerung. Vielleicht ist es einfacher, da oben vorzustoßen. Schwierig. Versuchen wir es da oben. Versuchen wir es da oben und die Levis, die schicken wir dann auch gleich nach oben. Und die ziehen wir zurück. Vielleicht kriegt ihr ja hier die eingefangen. Das wäre dann ganz gut.
Ja. Ach, ihr geht da lang, bitte? Was soll das denn? Ah, ich bin so unentschlossen. Es sieht so verlockend aus, hier diese Stadt sich jetzt vorzunehmen. Aber ich glaube, man muss sich jetzt einfach konzentrieren. Man muss sich jetzt konzentrieren. Komm, zieh bitte da vorne ran. So, uiuiuiui. Uiuiuiui. Die Sklaven haben wir. Dann werden wir jetzt die Ekitis nehmen und hier nach und nach so ein bisschen was erobern. Und wie sieht es jetzt hier aus? Wie sieht es hier aus, Freunde? Ja, ihr seid voll Moral und Supply auch da. Dann werden wir jetzt den General hier anschließen. Das haben wir zurück. Das haben wir uns erobert. Prima. Ne? Das ist doch unser jetzt. Machen wir es so. Gut. So, der General ist jetzt da am Start. Glaube ich. Und mit dem ziehen wir jetzt hier in das Lager hoch. Und wo sind wir schon wieder? Wo haben wir hier Sklaven ohne Arbeit? Ja, das wissen wir. Das wissen wir. Aber das ändert sich demnächst. So, und ihr sollt bitte mal hier zurückgehen, damit ihr euch ein bisschen moralisch erholt. Und die Lewis, die sollen auch hier oben helfen. Jetzt wollen wir es wissen. Wie sieht es hier aus mit dem Essen? Das geht noch. 31, das ist okay. Und jetzt werden wir mal Folgendes versuchen. Wir werden jetzt mal hier. Ah, wir sind hier voll austrainiert. Das ist natürlich schlecht. Schade. Ich hätte jetzt sonst gesagt, wir machen mal einen auf Belagerung. Vielleicht versuchen wir es hier. Vielleicht versuchen wir es hier. Wo geht denn das? Rate Damage. Ah, hier, Siege Damage. Machen wir Engineer. Die bringen wir zwar jetzt noch nicht gleich in den Einsatz, aber bald. Ah, das können wir sogar gleich noch upgraden. Sehr schön. Dann hilft das vielleicht bei der Belagerung dieser Stadt, wenn es dann soweit ist. Boah, die werden immer noch beschossen da hinten raus. Es ist heftig. So, aber jetzt geht es. Jetzt haben wir hier hoffentlich eine Chance. Hier haben wir hoffentlich eine Chance. Und hier oben, wie sieht es hier aus? Anständig. Das ist erobert. Dann geht mal weiter mit dem Erobern und zwar hier gegen das Teil vor. Ihr captured dort, das ist gut. Das läuft anständig. Ach so, hier die Stadt können wir uns direkt mal angucken. Was ist denn hier los? Warenhaus, das finde ich immer so extrem nervig. Das werden wir abreißen. Und wir haben hier eine Garnison und eigentlich brauchen wir als nächstes hier Geiseln, aber das dauert noch. Wir haben hier keine Manpower, keine Rekruten. So, hier bauen die sich natürlich jetzt wieder auf, das ist ganz klar. Aber wir bauen uns hier auch wieder auf, unsere Moral. Und ich hoffe, dass wir diesmal es hinkriegen, diese Stadt, zumindest diese Stadt zu erledigen. Das wäre doch was. So, hier sind Sklaven, die nichts zu tun haben. Die schicken wir auch nochmal gen Norden. Huiuiuiuiui. Aber im Großen und Ganzen ist das doch jetzt ganz positiv gelaufen. Also der erste volle Angriff ist schon mal gelungen. Gegen die Daunier, wir haben eine Stadt. Wir haben wahnsinnig viel Manpower von denen vernichtet, viele Armeen. Und was konstruieren die da? Die konstruieren jetzt, ich fasse es nicht. Das müssen wir verhindern. Können wir das irgendwie verhindern? Konstruieren da natürlich jetzt eine Brücke. So, hier gibt es jetzt einen Angriff. Das wussten wir. Aber das Lager, das werden wir auch vernichten. Hier werden wir keinen Außenposten beziehen. Insofern können wir auch bald mal den Scout woanders hinbringen. Und zwar, wir werden mal hier im rückwärtigen Bereich ein bisschen scouten.
Mal gucken, auf was wir hier finden. Und wir ändern das mal auf. Ne, wir machen mal normal Scouting. Ich hoffe, dass wir treffen jetzt nicht auf so viele Feinde. So. Der Kampf läuft. Hier, das haben wir angeschlossen. Sehr schön. Und es geht weiter hierhin. So, und ihr werdet natürlich bestimmt gleich wieder beschossen, ihr Ärmsten. Aber es hilft nichts. So, die Belagerung ist in Gang. 314 zu 350. Oh, die sind aber schon ganz schön angeschlagen. Oder waren sie da schon? Das habe ich vergessen. Ich weiß gar nicht, ob das hilft, wenn wir hier mit den Speeren werfen. Aber es sieht so aus, als wäre hier keiner drin. Die feuern nicht aus der Stadt. Das scheint zu funktionieren. Das scheint zu funktionieren. So, was haben wir hier? Das interessiert uns jetzt nicht. Und hier haben wir das. Sehr gut. Das schließen wir an. Hier ans Lager. Und schicken direkt die Sklaven da rein. Die paar, die wir hier gefangen haben. Gibt es noch irgendwo Sklaven, mit denen wir nichts anfangen können? Ah ja, außerdem sind ja hier natürlich die ganzen Einheiten zurückgekehrt. Da gucken wir uns mal an, wie die jetzt aussehen. Gut sehen die aus. Zwei Speerleute. Ach, die haben wir gar nichts mehr zum Einsatz gebracht. Leute, wollen wir vielleicht mit denen jetzt doch noch die Belagerung versuchen? Was wirklich fehlt, ist hier ein Knopf, wo man direkt alle Einheiten auf einmal anklicken kann. Das ist wirklich blöd, dass es das nicht gibt. So, da von hinten kommt jetzt hier Verstärkung. Das ist insofern blöd, weil die dann auch rausschießen werden. Aber das können wir jetzt nicht verhindern. So, wir wollen das jetzt hier allerdings abbrechen, dass die hier diese Brücke bauen. Wir können sie capturen, werden aber dann natürlich aus der Stadt heraus angegriffen. Uiuiui, dramatisch, dramatisch. Jetzt ist die Stadt wieder etwas besser besetzt und schießt dementsprechend auch, vermute ich, aus der Garnison heraus. Ach so, die Kavallerie hat jetzt nichts zu tun. Was machen wir denn jetzt mit der? Ah, vielleicht sollten wir... Ne, das haben wir schon angeschlossen. Was machen wir jetzt mit der? Wir werden übrigens hier so einen Doppelweg machen. Wir werden dorthin auch noch gehen. Was machen wir mit der Kavallerie? Eigentlich muss die sich mal erholen. Aber ich weiß nicht, vielleicht geht es von hier aus schneller. Oder nein, wir capturen das dort hinten im Hinterland. Das ist auch gut. Oder nein, natürlich erstmal die Mine. Meine Herren, warum frage ich so blöd? Die Dinge liegen doch auf der Hand, was zu tun ist. So, halten die das aus? 38, 51. Die werden beschossen, die Ärmsten. 38. Sie verlieren aber keine Leute und kommen eigentlich ganz gut voran. 38, das ist okay. So, was ist hier? Albius Panzer. Wo ist er? In Antium. Aha, er kann wieder herkommen. Der war auch getötet worden. Der soll mal hierher reiten. Da, wo wir ihn brauchen. Und was ist hier los? Der Gegner ist besiegt, wie es aussieht. Und wir können hier noch ein Weingut uns holen. Haben wir das Lager schon direkt abgeräumt? Das wundert mich jetzt. So, was sehen wir hier eigentlich? Das ist unabhängig, das Ding. Und das ist Sulmo. Ah ja, die Stadt haben sie sich also geholt. Das ist gar nicht so schlecht gewesen, glaube ich. Dadurch haben sie möglicherweise weniger Unterstützung aus dem Hinterland bekommen. Vielleicht keine so ganz so schlechte Tat. So, ich würde ja jetzt gerne mal irgendwie versuchen... Na, man kommt hier nicht durch. Das ist ein komplettes Gebirge. Hier ist alles abgeriegelt, außer hier scheint es einen Weg zu geben. Wir müssen also hier vorbei. Aber das ist dann sicher. Das wissen wir, das ist... Ach nee, hier sind ja noch die... Ach ja, die Volski-Städte, die haben wir auch noch. Wir könnten vielleicht sogar als nächstes die Volski-Städte uns vornehmen. Wobei wir dann hier so ganz schwierig zwischen den Senonen uns befinden. Ist auch nicht so einfach. Wir erkunden mal hier südlich weiter.
Gut, liebe Freunde. Also, wir sind hier, naja, bei 273. Wir halten hier aber durch. Ich habe die leise Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Und irgendwo werden wir... Ach so, ja, wir werden hier attackiert, das ist klar. Und hier halten wir auch noch durch. 38, die verlieren keine Leben. Wir capturen hier diesen Brückenpunkt. Okay. Ja, dann denke ich, werden wir munter weitermachen. Ich denke mal, das Capturen warten wir noch direkt ab. 100%, sehr schön. Werden wir noch den Weg machen. Und dann haben wir unseren Teil für heute erledigt. Hier oben sind wir eigentlich jetzt ziemlich gesichert. Wir werden eine Einheit hier als Defensive dort lassen. Und dann weiter... Ja, ich denke, wir werden dann weiter nach Süden ziehen. Allerdings sind wir hier völlig abgeriegelt. Wir müssen hier außen rum. Aber okay, hilft da nichts. Und dann kommen wir eben von Norden gegen die Daunier mit der anderen Armee. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir uns hier zumindest ein bisschen verteidigen können. Falls die Volsker noch auf blöde Ideen kommt. Das ist hier oben das Problem. Jo, das ist die Agenda fürs nächste Mal. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.